Im Rahmen des bundesweiten Theaterprojektes Kein Schlussstrich, welches sich 10 Jahre nach der Entlarvung des NSU künstlerisch mit den Taten des Trios auseinandersetzt, kam am vergangenen Sonntagabend eine Einzelperformance in Zwickau zur Aufführung. Wir sind unsichtbar gemacht worden. Wir sagen noch immer, was wir denken. Wir kümmern uns umeinander. Wir sind viele. Ort der Aufführung war das Areal am Schwanenteich, auf welchem die Gedenkbäume an die Opfer des NSU stehen. Die Terrorzelle ist vor 10 Jahren hier aufgeflogen und dem Theaterblauen Zwickau ist es ein Herzensbedürfnis, hier etwas zu tun. Was findet heute hier konkret statt? Genau, es hat sich ein bundesweites Theaterprojekt gebildet, was jetzt gerade stattfindet, vom 23. Oktober bis zum 7.11. Und zwar unter dem Titel Kein Schlussstrich, ein Projekt, was gleichzeitig in 15 Städten stattfindet, in Deutschland unter anderem in Plauen und Zwickau, also ne, weil das fusionierte Theater heute eben mit Standort Zwickau. Und es gibt in diesem Zeitraum eine ganze Menge Projekte, die wir jetzt haben. Wir haben zum Beispiel im Theater selbst unsere Inszenierung Aus dem Nichts, die gerade läuft nach dem gleichnamigen Film von Fatih Akin, die jetzt quasi Premiere hat und angeschaut werden kann. Wir haben eine kleine Ausstellung gerade aktuell im Gewandhausfoyer zu diesem Thema, weil es einfach darum geht, sich nicht nur hier in Zwickau, sondern eben deutschlandweit gleichzeitig mit der Selbstenttarnung, Sie haben es gerade schon gesagt, der NSU-Terrorzelle zu beschäftigen. Ein Gegennetzwerk wurde quasi gebildet mit diesen 15 Städten zusammen und wo es uns einfach eine ganz wichtige Angelegenheit ist, vor allem die Opferperspektive hier zu zeigen und ja Aufarbeitungsarbeit zu leisten, ein bisschen den Diskurs anzuregen über dieses Thema und vor allem auch zu gedenken. Und deswegen sind wir heute Abend hier am Schwanenteich. Sie sehen ja so ein bisschen im Hintergrund die Gedenkbäume, die gepflanzt wurden für die Opfer des NSU. Und da findet heute ein kleines musikalisches Projekt statt. Eine der vielen Säulen, ich habe ja gerade schon angesprochen, es gibt Inszenierung, es gibt eine Ausstellung, ist unter anderem ein großes musikalisches Projekt unter dem Titel Manifesto. Das sind viele verschiedene Einzelperformances, die auch in deutschlandweit jetzt in allen 15 Städten stattfinden. Und heute Abend haben wir hier bei uns den Manifesto-Teil Glühender Hass, Ritual der Vergeltung. Und das wird heute stattfinden, eben hier live an den Gedenkbäumen, um da ja musikalisch quasi der Opfer zu gedenken. Dann lauschten die Anwesenden aufmerksam den Klängen, welche der Künstler auf seiner Klarinette zu Gehör brachte. Wer hier harmonische Tonfolgen erwartet hatte, wurde sicher enttäuscht. Uns interessierte, was er genau ausdrücken will. The reason why I'm here, yes, is basically to bring awareness to all that stuff that happened and Also ihm ist es wichtig, die Leute aufmerksam zu machen, bewusst zu machen für das, was passiert ist und zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Deswegen findet er dieses Projekt sehr, sehr wichtig. Und was er macht, es wäre ihm eigentlich wichtiger zu hören, was die Menschen empfunden haben in seiner Musik. Also ihm wäre die Frage andersrum eigentlich wichtiger. Aber er sagt, er spielt hier an dem Ort, an diesem Gedenkort in Zwickau, wo diese 10 Bäume für die Opfer stehen, und das macht natürlich was mit ihm, und da bekommt seine Musik halt eine bestimmte Wendung, dass er hier spielt, und das kommt dann aus ihm raus. Feel about it. Ich habe es so empfunden, es waren alle Facetten, die sie dem Instrument entlockt haben. Es waren Klagelaute und es waren auch ganz, ganz leise Töne. She thought the variations, what came out of your instrument, was everything was grief and was hast du gesagt? Klagelaute und dann andererseits die ganz leisen Töne. Yeah, it's grief and but also very silent tones. Mm-hmm. I think if we ask people who very closely experienced these incidents, like the
Also ihm ist es wichtig, an die Menschen zu denken, die in Zusammenhang mit den Opfern standen, an die Opfer, an die Angehörigen. Und er findet es sehr wichtig, dass man miteinander redet, dass alle haben dieselben Gefühle, die Angehörigen der Opfer, und jeder kennt diese Gefühle. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns klar machen, dass der andere auch ein Mensch ist mit den gleichen Gefühlen. Und er sagt, natürlich, wenn er hierher kommt an diesen Ort und zu diesem Anlass und spielt, dass er da natürlich kein schönes Musikstück spielt, sondern dass es dann natürlich eine andere Qualität hat. I'm happy to hear. Mit diesem Klarinettenkonzert wurde am letzten Sonntag, wenige Tage vor diesem heutigen 4. November, als in der Zwickauer Frühlingsstraße der Wohnsitz von Susanne Dschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in die Luft flog, der Opfer der perfiden Anschläge gedacht. Zu der Zeit, als getötet wurde, war mein Hass hart wie Fels, wie Diamant, und zermalmte das Licht. Alles um mich herum wurde so stumm. Ich konnte nicht atmen, ich hätte sterben können. Alles wurde mir genommen,